Hallo und herzlich willkommen, liebe HiFi Crackpot Freunde hier auf dem Kanal. Wir sind zurück aus der Sommerpause und natürlich auch aus der Corona-Zeit, wenn man das so sagen darf, mit diesem schicken System von Edifier. Wir haben das mitgenommen, weil es klein, kompakt, aber trotzdem ziemlich böse sein kann. Und deswegen wollen wir es uns heute mal genauer anschauen. Das Edifier R1280 DB, so heißt das System, ist ein System, wo der eine Lautsprecher aktiv ist und den anderen natürlich mitspeist. Das kennt man von solchen kleinen Systemen, die hier in diesem Fall tatsächlich 5 Kilo auf die Waage bringen, was ganz gut ist. Und mit den Abmessungen von rund 20, 23,5 cm in der Höhe, 14,5 in der Breite und 19,5 in der Tiefe doch sehr kompakt daherkommt. Wir haben für jeden Lautsprecher 21 Watt an Leistungsausgang. Das Ganze ist verteilt auf ein Frequenzspektrum von 50 Hertz bis 20 Kilohertz. So gibt es der Hersteller an. Allerdings, und das werden wir euch hier auch noch einblenden, ist der Frequenzgang ja da noch ein bisschen modulierbar durch die verschiedenen Regler wie Treble und Bass. Aber dazu später mehr. Wir haben an Lautsprechern hier vorne einen 4 Zoll Basstreiber, der seine Arbeit sehr solide verrichtet und kombiniert wird mit einer 13 mm Seidenkalotte. Dann haben wir hier vorne natürlich noch unseren Bassreflexport sowie eine Infrarot-Schnittstelle hier für die Fernbedienung. Denn, man glaubt es kaum, der Lieferumfang lässt hier tatsächlich kaum Wünsche offen. Wir haben neben der Fernbedienung ein optisches Kabel, wir haben ein Cinch auf Klinke, wir haben ein Cinch-Kabel und wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, das Ganze über ein Koax-Kabel anzuschließen und, um die Palette einfach voll zu machen, das ganze System hat Bluetooth 4.0. Und das ist tatsächlich für so ein kleines System zu einem Preis von nur 110 Euro, bin ich der Meinung, tatsächlich ein einfach einmaliges Setup und wirklich sehr gelungen. Wir können natürlich bei dem ganzen Setup auch, man sieht es hier schon, einfach wählen. Möchte ich den mit einer Frontverkleidung oder ohne? Mir persönlich gefällt mit der Frontabdeckung das Ganze etwas besser, aber das ist ja letztendlich nutzerabhängig. Von der Front begeben wir uns jetzt einmal an die Seite. Denn an der Seite, da sitzen tatsächlich so unsere wichtigen Steuerelemente auf dem aktiven Element. Wir haben hier unseren Treble-Regler. Damit regeln wir den Hochtonanteil für beide Lautsprecher natürlich, genauso wie darunter den Bass. Als letztes in der Reihe haben wir unseren Lautstärkeregler, der aber hier in Endlos-Poti-Version ausgeführt ist, sodass ich den drehen kann, so oft wie ich will. Und er gilt gleichzeitig, wenn man drauf drückt, als Auswahl für meine Eingänge, wenn ich die Fernbedienung mal nicht zur Hand haben sollte. Das Ganze lässt sich halt, wie gesagt, auch über die Fernbedienung steuern, aber wie auch hier an dem Gerät direkt. Das sehr Schöne ist, dass ganz unten hier auch noch eine LED verbaut ist, die mir jeweils über verschiedene Farbmodi anzeigt, welchen Eingang ich gerade ausgewählt habe. Und das ist wirklich, wirklich gut. Da hat Edifier sich Gedanken gemacht und haben das einfach sehr solide umgesetzt. Dann gehen wir einmal zu der Rückseite. Auf der Rückseite finden sich natürlich neben dem klassischen Powerkabel und einem Netzschalter das Terminal für unseren Slave, für unseren Passivlautsprecher. Dann haben wir hier oben unsere beiden Cinch-Eingänge, haben darunter unseren optischen Eingang und darunter noch unseren Koaxialeingang. Bluetooth kennt man von JBL und anderen Lautsprechern, lässt sich hier ganz einfach steuern. Ich mache den Lautsprecher an, mache Bluetooth an meinem Mobiltelefon oder an meinem Computer an und verbinde, fertig ist die Kiste. Das funktioniert problemlos und einfach. Was sich noch vielleicht abschließend
sagen lässt, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist das Finish. Die Lautsprecher sehen einfach in diesem Nussfinish sehen sie einfach sehr, sehr gut aus. Das kombiniert mit dem Grau, was sich auch weiterführt in der Frontabdeckung, wirkt alles sehr, sehr gelungen. Die Spaltmaße sind wirklich top. Da kann man gerade bei dem Preis und auch bei der Größe gar nicht meckern. Es sieht einfach stimmig aus, macht optisch was her und lässt sich so entweder eher auffällig oder auch sehr dezent in das Wohnumfeld integrieren. Was bleibt mir zu sagen? Natürlich wird es für euch noch eine kleine Hörprobe im Anschluss geben, denn erzählen kann ich euch ja immer viel, aber besser ist, man hört einfach selber rein und verschafft sich so einen eigenen Eindruck. Das war's mit dem Höreindruck, denke ich, soweit. Und ich muss tatsächlich sagen, auch wenn wir die Dinger jetzt schon eine Weile haben und ich das natürlich schon ein paar Mal gehört habe und mit verschiedenen Songs die Lautsprecher einfach getestet habe, ich bin jedes Mal wieder irgendwie doch begeistert, was für einen geilen Sound die raushauen. Und gerade was halt doch irgendwie untenrum an Druck aus diesen kleinen Lautsprechern rauskommt, das ist schon echt phänomenal und ich finde es einfach klasse. Mir macht das immer wieder Spaß, auf den Lautsprechern Musik zu hören, egal ob man da jetzt sehr viel Bass reindreht oder eher wenig. Ich finde, die liefern, zumindest in unseren Räumen, in denen wir sie bisher auch getestet haben, liefern die einen echt guten Sound für die Größe und für die Leistung, so dass man tatsächlich damit super nebenbei Musik hören kann, aber natürlich auch etwas lauter. Was natürlich nicht zu verschweigen ist, ist, dass es einen kleinen Badewanneneffekt im Frequenzgang gibt, denn wie soll sonst aus so einer kleinen Membranfläche so viel Tiefgang kommen? Da gibt es schon, also bei 100 Hertz, wenn man den voll reindreht, da gibt es schon eine ordentliche Anhebung, aber das, denke ich, ist diesen kleinen Würfeln auch zu verzeihen. Ich finde es trotzdem echt mega, mega gut, was Edifier hier auf die Beine gestellt hat. Gerade in Anbetracht des Preises bin ich da wirklich baff und muss sagen, ich kann die Dinger nur wärmstens empfehlen für alle, die auf der Suche sind nach etwas Kleinem, aber doch mit ordentlich Bums unter der Haube und einem guten Sound für wenig Geld, muss man an der Stelle auch wieder sagen. Die sind mit den Edifier R1280 dB bestens beraten.